So, Versuch Nummer 2. Moin, liebe Ami und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Und zwar geht es in diesem Infovideo darum, dass ich euch mitteilen muss, leider, dass ich dieses Wochenende, also quasi samstags und sonntags, nicht streamen kann aus Zeitgründen. Grund dafür ist zum Beispiel, beim Sonntag zum Beispiel, dass ich für die Wrestling Promotion eben da, dass wir da eine Weihnachtsfeier haben, wo MC und ich von dort sind, deswegen und eben auch wie mein Cybernetzwerk. Ich bin gerade so dumm, mich da einzuloggen. Komm, warum geht es jetzt nicht? Können wir wieder. Müssen wir mit einem anderen Passwort. Ja, ich bin zu dumm dafür. Richtig, Riese. Ja, egal, dann lasse ich euch jetzt einfach hier im Hintergrund das Bild. Und dann noch eine weitere kleine Info. Für viele, oder weil viele Leute das leider noch nicht getan haben. Und zwar, ich habe einen Twitter-Account. Der heißt EOP offiziell oder irgendwie so. Da wäre es natürlich auch ganz gut, wenn ihr mir dort folgen würdet, einfach aus dem Grund, weil in Twitter schreibe ich eigentlich jedes Mal rein, wenn ich einen Livestream starte, bzw. gestartet habe. Und, was auch ganz wichtig ist, wenn irgendwie mal ein Stream ausfallen muss und so weiter, und ich das kurzfristig mache und somit auch keine Zeit habe, ein neues Video oder diesbezüglich zu drehen, schreibe ich das dann eben auch immer hier bei Twitter rein. Und dann seid ihr auch immer auf dem neuesten Stand. Und fragt euch nicht, hä, warum ist EOP jetzt noch nicht live? Sondern dann seht ihr das. Da ist hier mein Logo. Und hier habt ihr @EOBLP_offiziell. Genau, das ist mein Dings, mein Name da drin. Und da könnt ihr mir dann auf jeden Fall folgen und dann es ist auf jeden Fall so, dass ihr dann immer auf dem neuesten Stand der Dinge seid. Okay, das dürfte auch dann soweit gewesen sein. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Twitter, auf jeden Fall ganz gut, wenn ihr mir da folgt, weil dann kriegt ihr immer die neuesten Mitteilungen. Samstags kann ich leider nicht streamen wegen Servernetzwerk und weil ich auch dann noch ein bisschen an Amsterdam weitermachen möchte, die ich ja eben zum Jahreswechsel eröffnen will. Und sonntags wegen eben der Weihnachtsfeier von unserer Wrestling Promotion. Dann noch eine kleine andere Info hätte ich noch. Wer es noch nicht getan hat, wer eventuell in die Community-Gruppe möchte, die ich vorhab in WhatsApp zu erstellen, kann mir auch gerne eine kurze Nachricht zukommen lassen per WhatsApp. Dann kann ich die Person dann auch dort reintun. Meine Community-Nummer findet ihr eigentlich normalerweise in den Beschreibungen von zum Beispiel der Autoshow. Da müsste das in der Beschreibung drin stehen. Ja, das war's dann soweit. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Informationen mitteilen. Und es ist rübergekommen. Und wir sehen uns dann quasi entweder eben jetzt dann gleich, wenn ihr das Video jetzt gleich schaut, gleich im Anschluss kommt ja dann noch ein Stream. Oder dann quasi im nächsten Video. Dann würde ich mal sagen, macht's gut und danke fürs Dabeisein und tschüss.